Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Es ist eine unglaubliche Heuchelei zwischen reiner Machtpolitik und dem Getue einer Heilsarmee. Und was die Innenpolitik angeht, glaube ich, dass die Bundesregierung konsequent gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung handelt. Aber natürlich wird dann als Gegenpol, als Trostpflaster die Außenpolitik angeboten. Es gibt doch kein Treffen mehr, auf der internationalen Bühne, auf der Angela Merkel nicht teilnehmen würde und eine programmatische Rede halten würde. Und der Eindruck, der sich dann bei uns durchsetzt, ist, es hängt alles von der Kanzlerin ab. Und das Schlimme ist, es könnte tatsächlich so sein. Es könnte wirklich so sein. Ihr Wort ist zu sagen, das Orakel von Delphi. Oder ich denke, irgendwann werden wir eine Geschichte zu hören bekommen, wie Moses vom Berg Sinai runterkam mit den 10 Gesetzestafeln und dann sagte er zu den Israeliten, ich habe soeben Angela Merkel getroffen. Nicht? Das wird wahrscheinlich irgendeine neue Ausgabe der Bibel demnächst sein. Eigentlich bewundernswert. Und die Frau muss das haben, dass sie das macht und sich damit halten kann. Also irgendein Geheimnis steckt dahinter, irgendeine Charaktergröße. Aber gespenstisch ist es schon. Die EU ist eine Leiche. Man könnte sich schon langsam über den Beerdigungstermin unterhalten. Aber es werden immer noch Feiern für die Geburtstage angesetzt. Also mehr Wirklichkeitsverleugnung kann es nicht geben. Aber vielleicht muss es so sein. Wenn Sie den Laden jetzt liquidieren würden, Konkurs anmelden würden, würde sich natürlich jeder fragen, warum haben Sie es nicht früher gemacht? Das ist so, die SPD zum Beispiel erfindet sich immer wieder neu. Und mit jedem neuen Parteivorsitzenden oder jeder neuen Parteivorsitzenden heißt es, wir fangen neu an. Also ich erinnere mich, mein Lieblingspolitiker, der erfolgreiche, charismatische, dynamische Martin Schulz, hat ja vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, ich weiß es nicht mehr, aber in überschaubarer Zeit, hat gesagt, bis 2024 müssen wir die Vereinigten Staaten von Europa gründen. Der Prozess der Gründung der Vereinigten Staaten von Europa nimmt ja langsam Gestalt an, und zwar beim nächsten Konkursverwalter. Aber immerhin, es geht voran. Jetzt ist Schulz mit einem neuen Plan an die Öffentlichkeit getreten. Es muss den Aufstand der Anständigen geben, gegen solche grauenhaften Populisten wie Kurz und Orban und andere, wobei er einfach Kurz vergessen hat, dass solche Leute wie Kurz und Orban eigentlich in ordentlichen freien Wahlen an die Regierung gekommen sind. Also dieses Handeln gegen die Wirklichkeit, ich bin davon wirklich fasziniert. Ich bin davon absolut fasziniert. So Menschen wie wir überschätzen uns auch mal. Aber wir wissen, dass wir uns gelegentlich überschätzen und wir kommen sofort auf den Boden der Wirklichkeit wieder zurück. Die haben keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich habe früher immer sehr gerne so Münchhausen-Geschichten gelesen oder Felix Krull-Geschichten. Und genau das erleben wir jetzt in der Realpolitik. Die Übernahme der Hochstachelei.